die Jazz-Kombo des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums. Herzlichen Dank. Sie werden uns gleich noch weiter musikalisch erfreuen. Ich freue mich ganz besonders, dass ich Sie alle heute hier begrüßen darf zur Verleihung des Oswald von Nell-Breuning-Preises der Stadt Trier. Im Namen des Stadtvorstandes, im Namen des Stadtrates seien Sie alle herzlich willkommen. Ich finde das ganz toll, der Saal ist voll. Der Oswald von Nell-Breuning-Preis hat Ihr Interesse geweckt und Sie können sich, glaube ich, auf eine sehr inhaltsreiche und schöne Veranstaltung freuen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zahlreiche Repräsentanten des öffentlichen Lebens unserer Stadt sind zu dieser feierlichen Preisverleihung gekommen, darunter Vertreter der Kirchen, der Politik, der Wirtschaft, der Gewerkschaften, der Umwelt- und Friedensverbände, der Kultur, der Hochschulen und Schulen. Ich heiße Sie alle gemeinsam willkommen und möchte auch zum Ausdruck bringen, mit Ihrer Anwesenheit unterstreichen Sie die Bedeutung des Preises. Sie unterstreichen vor allen Dingen, wie wichtig Ihnen das Anliegen des Preisträgers oder der Preisträger sind und erweisen auch nicht nur den Preisträgern, sondern auch unserer Laudatorin ihren Respekt und ihre Anerkennung. Ich möchte namentlich erwähnen Herrn Staatsminister Alexander Schweizer, der für die Landesregierung heute hier ist. Herzlichen Dank, lieber Alexander, dass du gekommen bist und dass das Land hier vertreten ist, zeigt auch, wie wichtig dieser Preis hier in Rheinland-Pfalz angesehen ist. Schön, dass du da bist. Und wo eine Regierung ist, da ist auch ein Parlament. Ich sehe Herrn Arnold Schmidt als Abgeordneter des Landtages hier aus der Region. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass damit auch der Landtag hier vertreten ist. Ja, Schülerinnen und Schüler des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums als der Nachfolgeschule. Ich will das für diejenigen sagen, die sich da nicht so gut auskennen. Der Nachfolgeschule Oswald von Nell-Breunings haben diesen Festakt mit vorbereitet, gestalten ihn mit. Wir werden das im Verlauf der Veranstaltung noch auch auf eine andere Art und Weise spüren, nicht nur die Musik, auch auf anderem Wege. Viele Schulen in Trier beschäftigen sich mit den Anliegen des Fair-Trade-Gedankens. Deshalb können wir alle gespannt darauf sein, was uns als ein Beispiel Schüler und Schülerinnen des Auguste-Victoria-Gymnasiums über ihre Aktivitäten berichten. Und, das ist eine ganz neue Nachricht, ich freue mich ganz außerordentlich, dass ich von dieser Stelle aus etwas mitteilen darf, was fast noch ein Geheimnis ist. Als erste Schule von Trier und zweite von Rheinland-Pfalz wird die Wilhelm-Hubert-Küppers-Schule noch in diesem Schuljahr zur Fair-Trade-Schule ernannt werden. Vertreterinnen und Vertreter der Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige wohnen dieser Feier bei und ich gratuliere Ihnen allen, der Schule, dem Lehrerkollegium, den Schülerinnen und Schülern mit großer Freude zu dieser Auszeichnung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dem vom Stadtrat beschlossenen Statut entsprechend vergibt die Stadt Trier seit 2003 alle zwei Jahre den Oswald von Nell-Breuning-Preis. Sie möchte damit ihre Verbundenheit zu ihrem früheren Ehrenbürger dokumentieren, an das epochale Lebenswerk des Jesuitenpaters erinnern und gleichzeitig mit einer inhaltlichen Auseinandersetzung der Weitergabe seines Vermächtnisses dienen. Über die Verleihung der Auszeichnung entscheidet ein Preisgericht und ich möchte an dieser Stelle für die konstruktive Mitwirkung, das gute Einvernehmen in diesem Preisgericht danken, auch dem Geschäftsführer Herrn Dr. Lanfer.
Diese Jury mit den Vertretern der Ratsfraktionen, und ich möchte sie Ihnen auch vorstellen, Herr Dr. Dämpfle für die CDU-Fraktion, Herr Täuber für die SPD-Fraktion, Frau Kewes vertritt Frau Rüffer für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Herr Professor Kleber, die Freie Wählergemeinschaft und Herrn Gleißner habe ich jetzt noch, da ist er, Herr Gleißner für die Linke und Herr Dr. Gillis für die FDP. Dann haben wir die Repräsentanten der theologischen und der sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Trier, Herr Professor Ockenfels und Herr Professor Braun, sowie der philosophisch-theologischen Fakultät der Hochschule St. Georgen in Frankfurt, Herr Pater Schuster. Wir kennen Sie immer als Pater Schuster, Professor Schuster. Ich glaube, Sie sind mit allem einverstanden. Dieses Preisgericht hat einmütig entschieden, nach den bisherigen Preisträgern Professor Dr. Paul Kirchhoff, Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt, dem päpstlichen Hilfswerk Cor Unum, vertreten durch den damaligen Präsidenten und heutigen Kardinal Paul Josef Cordes, den Brüdern Dr. Hans Jochen und Professor Dr. Bernhard Vogel, sowie vor 2 Jahren Dr. Norbert Blüm, den Oswald von der Bräuning-Preis der Stadt Trier 2013, dem in Köln ansässigen Verein zur Förderung des fairen Handels mit der Dritten Welt, der sogenannten Dritten Welt, Transfer zuzuerkennen. Als Vertreter des Vereins sind der Vorsitzende Herr Heinz Fuchs, der Geschäftsführer Herr Dieter Overath und die stellvertretende Geschäftsführerin Frau Claudia Brück von Berlin bzw. Köln zu uns an die Mosel gekommen. Ich begrüße Sie alle drei ganz, ganz herzlich. Wir freuen uns, dass Sie ja, den Preis annehmen wollen. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, eine feierliche Preisverleihung in einem so festlichen Rahmen ist natürlich erst dann formvollendet, wenn es jemanden gibt, der bereit ist, ein Loblied, eine Laudatio, auf die Ausgezeichneten zu singen bzw. zu halten. Sie, sehr geehrte Frau Bundestagsabgeordnete und langjährige Ministerin für Entwicklungszusammenarbeit, Frau Wieczorek-Zeul, haben sich dankenswerterweise bereit erklärt, diesen wichtigen Part hier heute zu übernehmen. Ich gehe zwar davon aus, dass Sie nicht singen werden, aber wir sind trotzdem auf die Laudatio gespannt, aber steht Ihnen frei. Sie sind seit vielen Jahren eine engagierte, prominente Unterstützerin von Transfer auf vielfältige Art und Weise, engagieren sich seit vielen Jahren für den fairen Handel in den unterschiedlichsten Funktionen und haben natürlich auch in der Zeit als Bundesentwicklungsministerin die Schirmherrschaft der bundesweiten Fairtrade-Wochen übernommen und all diese Verbindungen inhaltlich, praktisch, politisch zu diesem Thema haben uns veranlasst, Sie zu fragen. Wir sind froh, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Die Jury hat in diesem Jahr ganz bewusst darauf verzichtet, einer einzelnen Person den Preis zu verleihen. Und die im Statut ausdrücklich erwähnte Möglichkeit der Verleihung des Preises an eine Organisation oder Einrichtung, wie es in der Satzung heißt, aufgegriffen. Sie hat damit auch ein Zeichen setzen wollen, dass das Spektrum der Preiswürdigkeit im Sinne der von Pater Nell Bräuning formulierten Inhalte der katholischen Soziallehre zu erweitern und auch aktuelle, zeitgemäße Umsetzungsformen zu würdigen. Bei der Legitimierung, die traditionellen Fundamente der kirchlichen Soziallehre geografisch zu erweitern und ihre Grundprinzipien auf die heutigen Tage, sozialen Fragen der heutigen Tage zu richten, können wir uns auf die soziale Globalisierungsenzyklika Caritas in Veritate, die Liebe in der Wahrheit,
des jüngst zurückgetretenen Papstes Benedikt vom Juni 2009 berufen. Dieses Rundschreiben beinhaltet eine Reihe von Gemeinsamkeiten mit dem Zielanliegen und dem praktischen Handeln von Transfer. Da ist ganz konkret von Tausch und sozialer Verteidigungsgerechtigkeit die Rede, vom annehmbaren Lohn, von der Würde der menschlichen Arbeit und einem größeren Zugang zur Bildung, insbesondere für Kinder. Grundsätzlich und sehr ausführlich setzt sich die Enzyklika mit dem Umweltschutz auseinander und betont dabei ausdrücklich auch das Prinzip der Nachhaltigkeit. In seinen ersten Äußerungen hat sich der neue Papst, der sich den programmatischen Namen Franziskus gewählt hat, als Fürsprecher der Armen und Schwachen erwiesen. Seine Wahl wird auch als Zeichen für mehr soziale Gerechtigkeit und mehr Solidarität mit den Ländern der sogenannten Dritten Welt verstanden. Vieles deutet darauf hin, dass sich sein Pontifikat an den Grundsätzen der katholischen Soziallehre orientieren, diese weiter aktualisieren und somit stärken wird. Und so gab es schon vor diesen jüngsten hoffnungsvollen Ereignissen bei uns in der Jury keinen Zweifel darüber, dass die Aktivitäten von Transfer in idealer Weise den Maximen des Gedankengutes von Pater Nell Bräuning, wozu die Grundprinzipien der Gerechtigkeit, der Solidarität, des Gemeinwohls und der Subsidiarität zählen, entspricht. Die Aussagen des Statuts, wonach das Wirken des Nestors der katholischen Soziallehre von der ganzheitlichen Betrachtung sozialer Strukturen und gesellschaftlicher Bedingungen geprägt ist, lässt sich auf das Agieren unseres diesjährigen Preisträgers deckungsgleich übertragen. Oswald von Nell Bräuning, so das Statut weiter, war ein christlicher Kämpfer für eine gerechtere und menschenwürdige Gesellschaftsordnung. Geleitet vom Geist des Evangeliums setzte er sich bis in sein hohes Alter für die Benachteiligten ein. Unser früherer im August 1991 in Frankfurt St. Georgen im Alter von 101 Jahren verstorbener Ehrenbürger hat immer wieder für menschenwürdige Arbeitsproduktion Stellung bezogen, die Notwendigkeit und den Einsatz von Gewerkschaften verteidigt, Ausbeutung und Auswüchse des Kapitalismus als Verstoß gegen die göttliche Ordnung gebrandmarkt. Die soziale Verantwortung von Arbeit und Kapital für eine gerechtere Welt, das waren die großen Themen auch für den Trierer Jesuitenpater Oswald von Nell Bräuning. Immer bleibt wirtschaftliches Handeln an moralische Normen gebunden und dies nicht nur hier bei uns, sondern überall auf der Welt und erst recht im Zeitalter der Globalisierung. Die von Nell Bräuning formulierten ethisch-moralischen Grundwerte sind es, die auch Transfer, wenn auch in teilweise abgewandelter, zeitgemäßer Form als Leitlinie dienen. Fairer Handel bei fairen Preisen für Menschen überall, aber besonders in den armen Regionen der Welt. Lohngerechtigkeit bei sozialen und menschenwürdigen Arbeitsbedingungen, Schutz vor Ausbeutung und Kinderarbeit, Bewahrung der Schöpfung, bessere Gesundheits- und Bildungsangebote für die Benachteiligten dieser Erde. Um nicht missverstanden zu werden, soziale Gerechtigkeit ist auch bei uns in vielen Bereichen noch längst nicht erreicht. Viele Verbesserungen sind nötig, damit die Menschen in unserem Land mit einem ausreichenden und gerechteren Einkommen, wozu für mich auch ein angemessener, gesetzlich festgelegter Mindestlohn gehört, ein würdiges Leben führen können. Zu dieser sozialen Verantwortung unserer Gesellschaft gehört auch eine bessere finanzielle Absicherung unserer immer älter werdenden Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sie in Würde, alt und am Ende ihres Lebens nicht per se zu Hilfsempfängern werden lässt. Es ist Transfer gelungen, den Fokus auf große Probleme und Ungerechtigkeiten
in den armen Regionen zu lenken, die mit etwas mehr Verantwortungsbewusstsein der sogenannten zivilisierten Welt von jedem von uns erheblich gelindert werden könnten. Transfer hat hier in den zurückliegenden Jahren für die Bewusstseinserweiterung Großartiges geleistet. Das Thema vom fairen Handel mit all seinen Begleiterscheinungen ist mitten in der Gesellschaft angekommen. Niemand kann mehr sagen, wir wüssten über die menschenunwürdigen, teilweise lebensgefährlichen Produktions- und Lebensbedingungen im Osten Europas, in Afrika, aber auch in den Billiglohnländern Bangladesch, Indien, China nicht Bescheid. Fernsehberichte über verheerende, skandalöse Arbeitsbedingungen, Brandkatastrophen aufgrund der skrupellosen Missachtung elementarer Sicherheitsbestimmungen werden uns ins Wohnzimmer geliefert und klagen auch uns in unserem zuweilen unkritischen Konsumverhalten an. Mit der Förderung und Unterstützung fair gehandelter Produkte ist Transfer zum sozialen Gewissen für eine gerechtere Wirtschaftsordnung geworden, die sich der Verantwortung einer weltweiten Solidarität mit dem Erfordernis für ein globales Gemeinwohl stellt. Gott sei Dank erfährt diese großartige Idee immer mehr Zuspruch. Auch die heutige Preisverleihung möchte zur Unterstützung und Verbreitung der Anliegen von Transfer beizutragen. So ist es mir jetzt zum Abschluss meiner Begrüßung eine ganz große Freude, allen zu danken, die sich in Trier, in der Region und auch darüber hinaus für die Ideen und für das Anliegen von Transfer, für den Verkauf von Fairtrade-Produkten mit unglaublich großem Engagement und ungezählten, oft fantasievollen, tollen Aktionen immer wieder einsetzen. Der Weltladen der AG Frieden in der Pfützenstraße fühlt sich seit 33 Jahren dem Transfergedanken verpflichtet. Als überzeugte Fairtrade-Stadt seit 2010, die auch die Erklärung des Deutschen Städtetags zu den UN-Millenniumszielen unterzeichnet hat, wären wir bei der Umsetzung der eingegangenen Verpflichtungen alleine jedoch hilflos. Wir sind auf Mitstreiter angewiesen und sie sind da in immer größer werdender Zahl, aber es dürfen ruhig noch mehr werden. Alle sind herzlich eingeladen. Lassen Sie mich aus Zeitgründen nur einige erwähnen. In vielen Projekten greift die lokale Agenda 21 Trier den Gedanken von Transfer aktiv auf. Die City-Initiative, immer mehr Firmen, Geschäfte, Einzelhändler, Gastronomen, ja sogar einige Discounter sind dabei. Obdachlose betreiben einen Fairtrade-Verkaufsstand auf dem Hauptmarkt. Teilnehmer am Trierer Stadtlauf stärken sich mit fair gehandelten Bananen. In vielen Kirchengemeinden wird ein faires Fahrfest gefeiert. Und das Weltbürgerfrühstück auf dem Kornmarkt, zu dem ich Sie alle jetzt schon ganz herzlich einlade, geht am 25. Mai in die 7. Runde. Mein Dank geht an jede einzelne Mitbürgerin und jeden Mitbürger, an alle Initiativen, Behörden, Vereine, Schulen, Kirchen, die Fairtrade-Produkte verwenden und mit ihrem fast immer ehrenamtlichen Engagement mithelfen, dass der Transfergedanke in unserer Stadt noch fester verankert werden kann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Verleihung des Oswald von der Bräuning-Preises ist für uns stets ein willkommener Anlass, auf das epochale Lebenswerk des in Trier geborenen Jesuitenpaters hinzuweisen und, wie es im Statut heißt, mit einer inhaltlichen Auseinandersetzung der Weitergabe seines Vermächtnisses zu dienen. Die Grundpfeiler der katholischen Soziallehre, wie sie von Nell Bräuning nachhaltig mitgeprägt wurden, bieten eine unverändert herausragende Orientierung, auch wenn die konkrete Wegweisung, wie sie vom Pater Nell Bräuning zu vielen sozialen Anliegen seiner Zeit gegeben wurde, in unseren Tagen von vielen schmerzlich vermisst wird. Kein geringerer als Bundespräsident Joachim Gauck, als Apologet des Katholizismus ja eher unverdächtig, hat die Bedeutung und Zeitlosigkeit
der katholischen Soziallehre auf dem Mannheimer Katholikentag im Mai vergangenen Jahres wachgerufen. Die katholische Soziallehre, so der Bundespräsident, hat viele der politischen Grundentscheidungen und politischen Institutionen der Bundesrepublik entscheidend beeinflusst. Die früh entwickelten Prinzipien der Personalität, der Solidarität und der Subsidiarität bleiben aktuelle Leitlinien auch in den gegenwärtigen Herausforderungen. Ob es um die Gestaltung Europas, um die Fragen der Bioethik oder um gerechte Verteilung der Güter geht, politisches Handeln und Entscheiden finden in dieser Soziallehre verlässliche Maßstäbe aus dem Glauben. Transfer, der diesjährige Träger des Oswald von Nell-Breuning-Preises der Stadt Trier, trägt mit seiner Arbeit dazu bei, der Gerechtigkeit zu dienen, solidarisch mit den unterdrückten und ausgebeuteten Menschen zu sein und ihnen über das Prinzip der Subsidiarität zu einem selbstbestimmten, besseren Leben zu verhelfen. Mit der Jury bin ich mir sicher, Pater Oswald von Nell-Breuning würde sich mit den Grundzügen seines Wirkens in den Zielanliegen der Arbeit von Transfer wiederfinden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich heiße Sie zu dieser Feier noch einmal herzlich willkommen und erbitte jetzt Ihre Aufmerksamkeit für eine szenische Darstellung des Statuentheaters des FWG.
liebe Gäste. Ich denke, ich habe zu meinem Nachbarn gesagt, eigentlich darf jetzt Fairtrade-Initiative immer nur gemeinsam mit dieser Initiative auftreten, die uns von dem Grundkurs des darstellenden Spiels aus dem Friedrich-Wilhelm-Gymnasium eben gezeigt haben, wie ein Zusammenhang zwischen Unterdrückung und unserem eigenen Verhalten besteht und wie es auch geändert werden kann. Vielen, vielen Dank. Ganz wunderbar. Vielen Dank für die Einladung. Und es gibt keine Gemeinschaft, ich zitiere das, und es kann keine geben, in der das Solidaritätsprinzip nicht gilt. Dieser Satz stammt von Pater Oswald von Nellbräuning, in dessen Namen der heutige Preis vergeben wird. Wir haben von dem Oberbürgermeister bereits gehört, vor allen Dingen die besonderen Verknüpfungen mit Trier, übrigens auch mit Frankfurt. Ich selbst bin in Frankfurt ursprünglich geboren und ich habe ihn zwar selbst nicht erleben können, aber ich weiß, dass Oswald von Nellbräuning die Debatte in maßgeblichen gesellschaftlichen Bereichen bestimmt hat, im Verhältnis zu Kapital und Arbeit, zur betrieblichen Mitbestimmung, zur gerechten Entlohnung. Und was auch, denke ich, wichtig war, es war ihm ein zentrales Anliegen, in der Gewerkschaft einerseits die Verknüpfung zur katholischen Kirche auch herzustellen und gleichzeitig der Kirche wiederum zu vermitteln, dass gewerkschaftliche Arbeit zu einer gerechteren gesellschaftlichen Ordnung beiträgt. Themen in seinen Geschriften, die durchgängig sind, Gerechtigkeit, Solidarität, auch die individuelle Verantwortung, die Sozialbindung des Eigentums und eine neue Gesellschaftsordnung. Und auch wenn die Phänomene der Globalisierung, der Finanz- und Wirtschaftskrise, wie wir sie heute benennen und kennen, damals in dieser Form nicht benannt oder auch nicht analysiert wurden, Oswald von Nellbräuning hat schon damals darauf hingewiesen, dass wir auf Kosten der Länder des Südens leben. Und wenn wir heute die Preisvergabe an Transfer als Preisträger des Oswald von Nellbräuning-Preises stellen, dann denke ich, ist auch die Frage zu stellen, wie ist es heute um Gerechtigkeit, Solidarität und Verantwortung bestellt. Und da müssen wir immer, und wir haben es eben ja wirklich körperlich erlebt, müssen wir uns immer noch mal daran erinnern, welche ungerechten weltwirtschaftlichen Bedingungen die Welt prägen und dass wir sie auch mit ändern können. Die Fixierung von Entwicklungsländern auf ihre Rolle als Rohstoffexporteure verhindert die Entwicklung eigener Wertschöpfungsketten und die Beseitigung von Armut. Es gibt neue, quasi koloniale Abhängigkeitsverhältnisse unter dem Stichwort Landgrabbing, wo ganze Regionen, die eigentlich für die Ernährung geeignet wären und sein sollten, an ausländische Investoren verpachtet oder auch verkauft werden. Und das führt natürlich dazu, dass gerade die Länder, die besonders betroffen sind, in einen noch engeren Konflikt um Land- und Wassernutzung gezwungen werden. Und auch da der internationale Handel, und das ist ja das zentrale Thema von Transfer, ist eben durch einen unfairen Wettbewerb geprägt, den wir häufig gar nicht mehr in dem Maße benennen. Die Erinnerung etwa der Baumwollsektor, der in den USA mit Milliardenbeträgen subventioniert wird für Großfarmer, die damit unfairen, ruinösen Wettbewerb betreiben gegenüber den eigentlich wettbewerbsfähigen afrikanischen Kleinfarmern, oder auch die vernichtende Wirkung, die Agrarexportsubventionen in afrikanischen Ländern, zumal im Bereich landwirtschaftlicher Produkte, etwa der Hühnerfleischproduktion haben. Und natürlich der Klimawandel, denn da sind ohnehin die Länder betroffen,
die schon beschränkte Ressourcen und beschränkte ökonomische Ressourcen haben, die aber für die Verursachung des Klimawandels nicht verantwortlich sind. Und letztlich, das erleben wir ja augenblicklich jeden Tag, ich zitiere hier den Aufruf für eine prophetische Kirche, wir haben vorhin darüber gesprochen, die aus dem Bereich der katholischen Kirche, die sagt, übermächtige Finanzinstitute haben die weltweite Finanzkrise verursacht und die Gesellschaft in Geiselhaft genommen. Sie haben die Politik unter Druck gesetzt, ihre Spekulationsverluste kommenden Generationen aufgebürdet, man könnte ergänzen, und anderen Regionen, und gesellschaftliche Verantwortung verweigert. Das heißt, bei allen neuen Entwicklungen, die sich durch die multipolare Entwicklung in der Welt ergeben, ist es doch so, dass Entwicklungsländer für die falschen Weichenstellungen von Industrieländern haften. Und was ich besonders empörend finde, ist, dass nachdem die Finanzkrise die Entwicklungsländer unter besonderen Druck gesetzt hat, jetzt auch noch als Konsequenz die Mittel für die zugesagte Entwicklungszusammenarbeit seit dem zweiten Jahr wieder rückläufig sind. Ich finde, es ist eine völlig unverantwortliche Entwicklung, dem wir auch nicht tatenlos zusehen dürfen. Ich möchte an der Stelle ausdrücklich erinnern an die seit dem Jahr 2000 existierenden 8 großen gemeinsamen Ziele der Welt, die Millenniumsentwicklungsziele, und ich finde es ganz wunderbar, dass die Stadt Trier diese Millenniumsentwicklungsziele für sich auch übernommen hat. Es gibt nicht so viele Städte. Und sie verpflichten eben alle, auch die aufstrebenden Länder wie China oder Indien. Und wir müssen uns erinnern, 2/3 der weltweit Ärmsten leben in Schwellenländern. Wir müssen also dazu beitragen, auch in diesen Ländern Veränderungen vorzunehmen, denn die Schere zwischen Arm und Reich wächst in allen Gesellschaften und, Sie haben es vorhin angesprochen, auch die Bundesrepublik, auch Deutschland ist davon nicht ausgenommen. Wir haben also ein einerseits humanitäres, aber auch ein eigenes ökonomisches und eigenes Interesse, dass die Situation in Entwicklungsländern gerechter wird. Und Oswald von Nell-Breuning hat zu solidarischer Verbundenheit gesagt, und ich zitiere ihn auch, man kann zwar dagegen aufbegehren, man kann dieser Pflicht zuwiderhandeln und versuchen, sich ihr zu entziehen. Man kann sich ihr aber nicht völlig entschlagen, auch wenn man ihr zuwiderhandelt, bleibt man in sie verstrickt. Und an dem Beispiel vorhin haben wir es ja gesehen, die Situation in anderen Ländern hat auch Auswirkungen auf unsere eigene Wirtschafts- und Arbeitswelt. Die Durchsetzung sozialer Standards weltweit ist auch wichtig zur Verhinderung von Dumpinglöhnen bei uns. Eine solche Preisvergabe ist die Erinnerung auch daran, dass wir mehr Gerechtigkeit verwirklichen können, dass die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation umgesetzt werden müssen, dass endlich eine Finanztransaktionssteuer in Gang kommt, die die Kosten nach dem Verursacherprinzip zu orientieren. Der Prozess für mehr globale Gerechtigkeit, Solidarität und Verantwortung kann von jedem Einzelnen, jeder Einzelnen verantwortlich mitgestaltet werden. Brot für die Welt hat Kriterien mitentwickelt, die Finanzanlagen nach sozialen, ökologischen und entwicklungspolitischen Maßstäben bewerten. Es kann also auch fair investiert werden und, das ist unser Hauptthema heute, durch Fair Trade können wir durch die eigenen Einkäufe, durch die eigene Tätigkeit einen Unterschied machen und dazu zu mehr Gerechtigkeit beitragen. Der faire Handel ist Politik, gerade unter den Bedingungen, die ich eben skizziert habe, von unten, um Fehlentwicklungen im Welthandelssystem entgegenzuwirken. Er fördert Kleinproduzenten in Entwicklungsländern, trägt dazu bei, dass gerechtere Sozial- und Umweltstandards weltweit verwirklicht werden, schafft bessere Teilhabe am Weltmarkt und durch eine faire Entlohnung der Beschäftigten auch menschenwürdigere Arbeitsbedingungen und vor allen Dingen den Aufbau langfristiger Zusammenarbeit, die im wechselseitigen Respekt steht.
Fairtrade leistet einen ganz wesentlichen Beitrag zur Entwicklungsförderung und Armutsbekämpfung. Weltweit profitieren, ich möchte sagen, mindestens 1,2 Millionen Kleinbauern und Arbeitnehmer in über 60 Ländern von Fairtrade. 6 Millionen Menschen können mit dem fairen Handel ihre Lebenssituation verbessern. Und auch da sei gesagt, auch die Produzenten, die in diesen Beziehungen stehen, sind abhängig von extremen Preisschwankungen bei Nahrungsmitteln. Und wer deshalb auf steigende Nahrungsmittelpreise spekuliert, das ist kein seriöser Geschäftsmann, sondern da wird ein Verbrechen begangen, weil er auf den Hunger der Menschen spekuliert. Die Idee des fairen Handels geht zu Recht in Deutschland auf kirchliche Jugendorganisationen zurück, und aus der Aktionskampagne kirchlicher Organisationen ist eine wichtige Solidaritätsbewegung entstanden. Das wäre wohl ganz im Sinne Oswald von Nell-Breunings. Der gemeinnützige Verein Transfer hat zu dieser Solidaritätsbewegung einen ganz entscheidenden Beitrag geleistet. Er zielt darauf ab, Produzenten in den armen Regionen der Welt neue Perspektiven zu eröffnen und die schlechten Lebensumstände aus eigener Kraft zu überwinden. Der Verein Transfer, der 1992 entstanden ist, der Mitgliedsorganisationen aus dem Bereich Entwicklungszusammenarbeit, Kirche, Sozialarbeit, Verbraucherschutz, Genossenschaftswesen, Bildung, Politik, Klimaschutz getragen ist, verfügt über eine breite Mitgliedsbasis. Und Ziel der Gründung von Transfer, ich habe das zum Teil ja auch mit begleiten können, war ein einheitliches Siegel und verbindliche Standards des fairen Handels. Der Verein vergibt die unabhängige Initiative das Fairtrade-Siegel für fair gehandelte Produkte an Importeure, an Verarbeitungsbetriebe und Händler, wenn sie diese Standards erfüllen. Und mit dem erzielten Einkommen, das muss jedem und ist auch jedem ja immer deutlich, wird klar, dass einerseits ein besseres Einkommen ermöglicht wird, die medizinische Versorgung für Kinder, für die Familien besser werden, die Kinder in die Schule gehen können, also mehr Gerechtigkeit ganz praktisch bewirkt wird. Und in Deutschland ist insbesondere durch die Vergabe des Siegels doch auch ein Zugang zu, ich möchte sagen, dem Massenmarkt geschaffen worden. Fair gehandelte Waren können nicht nur in Weltläden, und ich liebe sie und ich unterstütze sie und ich finde es wunderbar, was da an Arbeit geleistet wird, aber es geht eben auch darum, dass in Supermärkten und selbst bei Discountern ein größeres Publikum diese Waren kaufen kann. Transfer vergibt aber nicht nur das Fairtrade-Siegel, sondern betreibt auch umfangreiche Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, unter anderem auch durch die Faire Woche. Ich habe in vielen Jahren auch dazu beitragen können, die Schirmherrschaft dieser bundesweiten Fairtrade-Wochen hochzuhalten. Und natürlich die Fairtrade-Schools, auch da vielleicht die Anregung, die wir heute ja auch aufgegriffen haben. Diese Initiative, die kann eigentlich an jeder Schule, wo es dieses Engagement gibt, aufgegriffen werden und vorangebracht werden. Und dann kann man sich praktisch engagieren und ein Stück mehr Gerechtigkeit auch bewirken. Und mittlerweile natürlich auch durch die Fairtrade Towns. Mittlerweile gibt es weltweit 1000 Fairtrade Towns. Und ganz besonders lobenswert, Trier ist seit 2010 Fairtrade Town. Neben Metropolen, die daneben schon verblassen, wie New York, Madrid und Paris. Also, Trier hat auch die Erklärung des Deutschen Städtetags zu den UN-Millenniumszielen angenommen und setzt damit ein eigenes Zeichen für die Bekämpfung der Armut, für die verbesserten Lebensverhältnisse, Schutz von Müttern und Kindern und von armen Menschen. Der faire Handel hat in den vergangenen Jahrzehnten einen Boom erlebt, auch durch die Entwicklung, die ich eben hier genannt habe. 69% kennen das Fairtrade-Siegel und 93% halten es für vertrauenswürdig. Der Umsatz hat sich gesteigert von Jahr zu Jahr in teilweise zweistelligen Prozentsätzen.
Vielleicht ein paar Zahlen, aber auch die zeigen, dass da noch Bewegung nach oben ist. 7 faire Euro konsumiert ein deutscher Bürger, Bürgerin. In Österreich habe ich mir sagen lassen 15 Euro. Großbritannien 20 und die Schweiz 30 Euro. Das heißt, es ist noch viel, viel Zuwachs möglich. Und es gibt ja auch viele Bereiche, in denen mittlerweile eben es möglich ist, nicht nur Produkte fair, die zum Essen und Trinken geeignet sind, aber auch fair reisen, sich fair kleiden und sich auch mit Möbeln fair eindecken zu können. Der faire Handel hat sein Nischendasein verlassen und ist zu einer breiten Bürgerbewegung geworden. Der Verein Transfair hat maßgeblichen Anteil daran gehabt. Und was für eine schöne Begebenheit, dass wir hier in der Promotionsaula des bischöflichen Priesterseminars zusammengekommen sind, in der der junge Oswald von Nell Bräuning sein Abitur abgelegt hat und, wie ich gehört habe, auch Karl Marx, aber etwas früher. Gut, setzt ja Maßstäbe. Mit der heutigen Verleihung des Oswald von Nell Bräuning Preises steht Transfair für die Heinz Fuchs als Vorstandsvorsitzender und Dieter Overath als Geschäftsführer hier sind, in einer Reihe mit namhaften Preisträgern wie Helmut Schmidt oder auch die Brüder Jochen und Bernhard Vogel. Transfair hat sich im Geiste Oswald von Nell Bräunings verdient gemacht und erhält den Preis wahrlich zurecht. Mittels Fair Trade wird mehr globale Gerechtigkeit erreicht. Die, die sich daran beteiligen, verhalten sich solidarisch zu anderen, übernehmen zugleich auch individuelle Verantwortung. Das hätte Oswald von Nell Bräuning mit Sicherheit gefallen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich natürlich bei Transfair, aber übrigens bei Ihnen allen, dass Sie zeigen, dass Ihr Herz und Ihre Überzeugung in diese Richtung weisen. Und ich hoffe, dass auch der heutige Preis ein Beitrag dazu wird und einen Beitrag dazu leistet, dass mehr gerechtes Verhalten, mehr solidarisches Verhalten, mehr unsere eigene Verantwortung zum Tragen kommen und wir dazu beitragen, dass auch gefragt wird, wie sieht es eigentlich in anderen Ländern aus, wo unter elenden Bedingungen produziert wird und bei uns dann billigst verkauft wird. Wir müssen auch diese Verantwortung immer wieder rückfragen und dazu beitragen, dass diese Verhältnisse sich ändern. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch, Transfair.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Marvin Reif und als Vertreter der Schulgemeinschaft möchte ich mich zuallererst einmal recht herzlich bedanken, dass wir beide heute hier sprechen dürfen. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass ausgerechnet unsere Schule zu diesem Ereignis eingeladen wurde. Ich bin Eleonora Anjoni und ich besuche die 11. Klasse des Auguste-Viktoria-Gymnasiums, das seit 1996 UNESCO-Projektschule ist. Bereits vor 6 Jahren wurde ich auf den Eine-Welt-Kiosk aufmerksam, der mir wunderbare Schokolade verkaufte. Das war meine erste richtige Begegnung mit Fairtrade. Das Engagement und die Begeisterung der Schülergruppe, die den Kiosk unter Anleitung einer Lehrerin betreibt, überzeugten mich derart, dass ich seitdem aktiv dort mitarbeite. Inzwischen sind wir eine richtige Schülerfirma mit Mitgliedern aus allen Altersklassen. Als eingespieltes Team kaufen wir im Weltladen Trier unsere Fairtrade-gehandelten Produkte und verkaufen sie 2x wöchentlich in den großen Pausen an die Schüler und Lehrerschaft. Neben dem Eine-Welt-Kiosk gibt es seit mehreren Jahren auch die Umwelt-AG, ebenfalls bestehend aus interessierten Schülern aller Altersstufen und begleitet von einem Lehrer. Einmal in der Woche verkaufen sie in der großen Pause recycelte Hefte und Blöcke, Stifte und Radiergummis sowie Brotdosen und Trinkflaschen. Eben alles, was ein Schüler auch schon mal vergessen kann. Ein wichtiges Projekt dieser Gruppe ist die jährliche Pflanzaktion von jeweils über 30 Bäumen zur Entstehung einer Streuobstwiese auf dem Gebiet der ehemaligen Landesgartenschau in Trier. Die Schüler tragen zusätzlich durch selbstgebaute Insektenhotels und Baumschnittkurse zur Pflege der Natur auch in unserer Region bei und erfahren so, wie viel Mühe und Arbeit doch hinter reifem Obst steckt. Seit Jahren sind unsere Schülerfirma eine Weltkiosk und unsere Umwelt-AG auch durch Plakate und Vorträge innerhalb der Schule aus den Köpfen der Schüler und Lehrerschaft nicht mehr wegzudenken und fest verankert im Schulalltag. Doch uns geht es bei allem selbstverständlich nicht nur um das gesammelte Geld, das wir spenden können. Als Schule besteht die Grundaufgabe des AVG schließlich darin, Lernen zu ermöglichen. Lernen, dass Entwicklungen wie die Globalisierung ambivalent betrachtet werden müssen. Lernen, dass die ständige Verfügbarkeit reifer Früchte im Supermarkt keine Selbstverständlichkeit ist und, genau wie die günstige Markenschokolade, einen sehr hohen Preis hat. Lernen, dass auch kleine Kaufentscheidungen, wie zum Beispiel der fair gehandelte Schokoriegel, einen großen Unterschied machen können. Und lernen, dass eine zukunftsfähige Weltgemeinschaft international fair miteinander umgehen muss. Transfer eben. Unsere wohl umfassendste Aufgabe in diesem Sinn ist das Indien-Projekt, das in seinen Grundzügen seit über 15 Jahren besteht. Ihm liegen Leitlinien zugrunde, die Ihnen sehr bekannt vorkommen dürften. Personalität, Solidarität und Subsidiarität. Die drei Säulen der von Oswald von Elbräuning mitentwickelten katholischen Soziallehre, in dessen Namen heute dieser Preis vergeben wird. In unseren zahlreichen Projekten in den ärmsten Regionen Indiens setzen wir den an unserer Schule gelehrten Solidaritätsgedanken mit den Armen und Benachteiligten des Landes um. Neben Privatspenden und Patenschaften kommt ein großer Teil unseres Budgets aus dem Geld, das die Schulgemeinschaft jedes Jahr am UNESCO-Projekttag gemeinsam sammelt, der längst inoffizieller Mittel- und Höhepunkt des Schuljahres geworden ist. Wir haben uns als Ziel gesetzt, Kindern und Jugendlichen in benachteiligten Regionen einen fairen Zugang zur Bildung zu ermöglichen. So haben wir Verantwortung für eine Schule in Südindien mit 600 Schülern übernommen, indem wir bauliche Maßnahmen und Lehrergehälter finanzieren und über die Bereitstellung von kostenlosen Schuluniformen und einer Schulspeise dazu beitragen, dass die Kinder und Jugendlichen regelmäßig die Schule besuchen und einen qualifizierten Abschluss machen können. Wir haben des Weiteren mit Unterstützung des Bundesministeriums für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit in einer anderen Projektregion in Südindien unter anderem den Bau von 22 Schulen, einer Geburtshilfestation und einer Vielzahl von Wasserrückhaltebecken finanziert, ein Stipendiatenprogramm für Studenten aus armen Familien ins Leben gerufen und 100 Zugochsenpaare sowie 150 Milchkühe zur Verfügung gestellt, die mittellosen Familien, häufig alleinerziehenden Frauen, ein regelmäßiges Einkommen verschaffen.
Dabei verstehen wir uns als Indien-Partnerschaft. Darin ist enthalten, dass wir kulturelle Diversität und die Selbstbestimmung jedes Einzelnen respektieren. Damit orientieren wir uns am Prinzip der Personalität. Daraus ergibt sich logisch, dass wir uns zunächst als Ansprechpartner für Projekte und Ideen verstehen, die von unseren Partnern vor Ort ausgehen. Damit achten wir das Prinzip der Subsidiarität. Auch deswegen reist alle 2 Jahre eine Gruppe von Schülern und Lehrern nach Indien. Und weil wir wollen, dass aus Partnerschaft Freundschaft wird. Dass dabei immer wieder 2 Welten aufeinanderprallen, verstehen wir als Chance. Als Abiturient des AVG und Mitreisender der letzten Indien-Gruppe bin ich sehr stolz auf diese Projekte. Ich bin überzeugt, dass sie mir elementare Anschauungen und Werte vermittelt haben, wie sie graue Theorie kaum transportieren könnte. Werte wie die 3 Säulen Elbräunings und Anschauungen wie die, dass jede Medaille eine Kehrseite hat, dass wir nicht schwarz-weiß sehen dürfen und dass die Welt nie komplexer war als heute. Dieses Verständnis ist die Grundlage sinnvollen Handelns. Damit tragen wir einen kleinen, aber stolzen Teil bei zu dem großen Ziel einer guten, einer fairen Welt. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für diese ja mehr als beeindruckende Schilderung des Engagements von jungen Menschen hier an einer Trierer Schule. Also ich wusste ja viel über das Engagement des AVGs, aber dass das so viel ist, das war schon sehr beeindruckend. Meine Empfehlung ans AVG: bewerbt euch als Vertretschule. Wenn jemand dafür geeignet ist, dann ist das diese Schule. Auch ein ganz herzliches Dankeschön an die Theatergruppe. Ohne große Worte, sehr beeindruckend vermittelt, um was es hier geht. Das hat uns alle in unserem Herzen sehr berührt, was ihr hier gezeigt habt. Auch eine Form der Darstellung, die weit über diesen Saal hinaus auch einmal vorgetragen werden sollte. Wir suchen nach Gelegenheiten und werden die auch finden, dass man das an anderer Stelle auch mal präsentieren kann. Bevor wir jetzt zur Preisverleihung kommen, auch erst noch mal ein herzliches Dankeschön an unsere Laudatorin, liebe Heidi. Was mir besonders gut gefallen hat, war die Aufzählung Trier, Madrid, New York und Paris. Eine der großen Eigenschaften der Trierinnen und Trierer, die Bescheidenheit ist, hebe ich uns nicht besonders heraus, sondern sehe uns auf einer Stufe. So. Herr Fuchs, Herr Overath, darf ich Sie beide bitten? So, ich darf jetzt die Urkunde überreichen und sie zunächst verlesen. Zur Erinnerung an das Vermächtnis des epochalen Lebenswerkes des in Trier geborenen und aufgewachsenen großen Sozialethikers und Nestors der katholischen Soziallehre, Professor Oswald von Elbräuning, verleiht die Stadt Trier dem in Köln ansässigen gemeinnützigen Verein zur Förderung des fairen Handels mit der Dritten Welt Transfer den Oswald von Elbräuning-Preis 2013. Sie würdigt damit das Engagement einer Organisation, die sich unter Mitwirkung ungezählter Unterstützer weltweit, so auch in der Fairtrade-Stadt Trier, für Lohngerechtigkeit,
menschenwürdige Arbeitsbedingungen und fairen Handel einsetzt. Mit seiner Arbeit möchte Transfer e.V. den Produzenten in den armen Regionen der Welt Perspektiven eröffnen, die schlechten Lebensumstände aus eigener Kraft zu überwinden. Zu den weiteren Zielen gehören die Bewahrung der Schöpfung sowie bessere Gesundheits- und Bildungsangebote. Im Einsatz für eine gerechtere Wirtschaftsordnung weltweit setzt der Transferverein mit vielfältigen, beispielgebenden Aktivitäten in zeitgemäßer Form Maximen um, die in einem hohen Maße im engen Kontext mit den Grundlagen der von Pater Oswald von Elbräuning maßgeblich geprägten katholischen Soziallehre stehen. Deren Grundprinzipien der Gerechtigkeit, Solidarität und Subsidiarität verbinden das christlich-soziale Gedankengut des Trierer Jesuitenpaters substanziell mit dem praktischen Handeln von Transfer. Die Ablehnung rein kapitalistischer Wettbewerbsmuster des Arbeitsmarktes und die Hervorhebung der sozialen Verpflichtung von Kapital und Arbeit gegenüber den Menschen, wie sie Pater von Elbräuning Zeit seines Lebens immer wieder betont hat, finden in dem Engagement von Transfer eine glaubwürdige, hoch anzuerkennende Umsetzung. Trier, den 9. April 2013, der Oberbürgermeister. Herzlichen Glückwunsch. Tja, wir sind gerührt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, geschätzte Vertreterinnen und Vertreter des Stadtrates und der Verwaltung aus Kreis, Land und Bundestag, wie wir gehört haben, werte Festgemeinde aus Politik, Wirtschaft, Kirchen und Zivilgesellschaft, sehr geehrte Mitglieder der Jury, sehr geehrte Frau Bundesministerin AD, liebe Frau Wiczorek-Zeul, werte Gäste, liebe Kunstschaffende, liebe Engagierte aus den Schulen und alle, die diesen feierlichen späten Nachmittag, frühen Abend mitgestalten und zu seinem Gelingen beitragen in der, wie wir wissen und nochmal gehört haben, bescheidenen Fairtrade-Stadt Trier. Ein ganz herzliches Dankeschön an Sie alle, dass Sie dabei sind, wenn der kleine Verein mit der großen Wirkung, wie Sie es gesagt haben, heute den Preis bekommt, der den Namen eines ganz Großen trägt. Der Oswald von Elbräuning-Preis, ich muss es sagen, ist nicht die erste Auszeichnung, die Transfer zuteil wird. Sicherlich ist auch der Deutsche Nachhaltigkeitspreis, den Transfer vor 3 Jahren bekommen hat, eine durchaus beachtenswerte und bedeutende Auszeichnung. Dennoch empfinden wir es als deutlich tiefgreifender und letztlich auch bedeutender, mit einem Preis geehrt zu werden, der in der Tradition eines großen Sozialethikers steht, welcher die Regeln und Grundlagen des Wirtschaftens und unseres Zusammenlebens analysiert und notwendige Leitplanken und Gestaltungsmöglichkeiten für die Politik formuliert und markiert hat, der stets das Wohl und Heil aller Menschen im Blick hatte und Zeit seines Lebens nicht nur Antworten auf die Frage nach gelingendem Zusammenleben gesucht, sondern auch bis heute gültige Antworten gefunden hat.
Es ist sehr schön, das kann ich ganz uneingeschränkt und persönlich sagen. Und es ist auch ein gutes Gefühl, dem Verein Transfer vorstehen zu dürfen, der in dieser Tradition und auch ganz im Sinne der eindrücklichen Laudatio dazu beiträgt, einer markt- und profitorientierten Globalisierung ein menschliches Antlitz zu verleihen und der unter dem Leitmotiv der Gerechtigkeit das Prinzip der wirtschaftlichen Fairness gegenüber den Produzenten und Produzentinnen im globalen Süden in den Lebensmitteleinzelhandel, denn das ist der Kernbereich, einbringt. Es waren die Erfahrungen aus dem Fairhandelsunternehmen GEPA, das schon ein paar Jahre älter war, die Erfahrungen und die ersten Erfolge aus der Aktion Dritte Welthandel und letztlich war es das Engagement vieler Menschen in der Solidaritäts- und Dritte Weltarbeit für eine neue Weltwirtschaftsordnung, das war das Schlagwort, das vor gut 20 Jahren die kirchlichen Hilfswerke Miseria und Brot für die Welt zusammen mit einer ganz großen Zahl weiterer kirchlicher und sozialer Gruppen und Organisationen veranlasst hat, den fairen Handel aus einer Nische oder aus der Nische herauszuholen und zu entlassen in den klassischen Lebensmitteleinzelhandel, um auch den im Sinne des fairen Handelns zu verändern. Sie gründeten damals den Verein Transfer, der nicht selbst mit Waren handeln sollte, sondern mit einem glaubwürdigen Soziallabel, dem bis heute bekannten Transfersiegel, was heute weltweit Fair Trade Label heißt, sollten nach fairen Standards gehandelte Produkte über den Lebensmitteleinzelhandel zu den Konsumenten kommen. Was damals noch ein bisschen spekulativ, aber hoffnungsvoll begonnen wurde und was die Überzeugung der Gründer von Transfer war, ist kürzlich in einer umfänglichen Studie des Zentrums für Evaluierung, ganz in ihrer Nachbarschaft angesiedelt, der Uni Saarbrücken, auch wissenschaftlich nachgewiesen worden. Diese aufwendige sektor- und kontinentübergreifende Studie aus dem letzten Jahr belegt nochmal sehr eindrücklich, dass Fairtrade einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Lebensverhältnisse von Kleinbauern und Bäuerinnen, von Landarbeitern und Arbeiterinnen leistet. Fairtrade hilft den einzelnen Produzenten und ihren Familien und fördert gesellschaftliche Partizipation und stabile Beteiligungsstrukturen, trägt letztlich zur Demokratieentwicklung bei, was vorteilhaft in die Gemeinwesen hineinwirkt. Selbstbestimmung und politische Verantwortung werden gestärkt. Auch dies ein willkommener Nebeneffekt sozusagen aus dem ursprünglichen Fairtrade-Gedanken, was in dieser Studie nachgewiesen wird. Wesentliche Voraussetzung, und das ist dann wiederum ein Ansporn für die Weiterarbeit von Transfer, liegt allerdings darin, dass es um relevante Absatzmengen für Fairtrade-Produkte geht, damit auch tatsächlich eine regionale Wirkung entfaltet werden kann. Diese Studie belegt deutlich den positiven Zusammenhang und den Beitrag von Fairtrade, dass es zum einen die Lebensgrundlage von Kleinbauern und Plantagenbeschäftigten sowie ihren Familien durch höheres und zufälliges Einkommen, bessere Arbeitsbedingungen und vor allem auch durch rechtskräftige Arbeitsverträge und damit einhergehend größere soziale Sicherheit befördert. Die Ergebnisse zeigen, dass sich fairer Handel nicht nur für die einzelnen Bauern, die Beschäftigten und Farmen, sondern letztendlich auch für die gesamte Region, für viele Menschen, die außerhalb des Fairtrade-Bereiches liegen, in Gesundheitsstationen, über den Bereich von Bildungsaktivitäten, Grundversorgung mit Wasser und Ähnlichem zu positiven Effekten führt. Sie haben es gesagt, ich will es auch noch mal betonen, die Entwicklung von Transfer, das ist auch unsere Wahrnehmung und auch ein Stück weit das Selbstbewusstsein, kann sich in der Tat sehen lassen in den letzten 25 Jahren. Doch sind jährlich zweistellige Zuwachsraten über Jahre hinweg natürlich auch kein Zufall. Sie fußen auf harter Arbeit der Erzeuger um beste Produktqualität. Der Schokolade ist nicht nur deshalb gut, weil er einen guten Preis hat, sondern auch, weil die Produzenten sich mit der Kakaoproduktion sehr viel Mühe geben. Beim Kaffee werden sich einige auch noch an weniger schmackhafte Anfänge des fairen Handels erinnern. Auch das gehört dazu, dass Qualitätsverbesserungen bedeutend sind.
Ich habe eingangs gesagt, es ist ein kleiner Verein, dessen hohen Engagement der 35 Mitarbeitenden in der Transfergeschäftsstelle in Köln es zu verdanken ist, dass der Verein heute da steht, wo er steht. Mitarbeitende, die in Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere auch im Marketing, auf sehr unterschiedliche Weise dafür sorgen, dass Fairtrade-zertifizierte Produkte im guten Sinne im Gespräch bleiben. Initiativen, Sie haben sie genannt, wie Fairtrade Towns und die Fairtrade Schools, das faire Frühstück und die jährliche faire Woche, die Initiativen in den Schulen vom Kiosk in Trier bis zum Papierverkauf in Nürnberg und an vielen anderen Orten sind ein wirksames Zeichen dafür. Zum anderen kommt aber auch für den Erfolg von Transfair dazu, dass das Thema verantwortliches Handeln von Unternehmen, das Thema Nachhaltigkeit sehr selbstverständlich in unsere gesellschaftlichen Debatten Eingang gefunden hat und so auch die Akzeptanz für Fairtrade im Einzelhandel und bei den Unternehmen wächst und die Ansprechbarkeit des Handels auch größer geworden ist. Es soll etwas in diesem Zusammenhang keinesfalls verschwiegen werden. Der Erfolg von Transfair in Deutschland ist auch ganz eng mit dem Namen seines Geschäftsführers und Mitgründers verknüpft. Und auch wenn der Oswald von der Bräuning-Preis richtigerweise heute an den Verein Transfair verliehen wird, so sehe ich mit den Augen des Vorstandsvorsitzenden des Vereins den Preis auch als eine Auszeichnung für unseren Geschäftsführer von Transfair, Herrn Dieter Overath, der ganz wesentlich von Beginn an das Profil von Transfair geprägt hat. Und in Klammern kann ich noch sagen, er ist der einzige im weltweiten Transfergeschäft, der eine nationale Labelorganisation von den Anfängen bis heute leitet. Er wird manchmal sogar als das Fairtrade-Fossil, Klammer zu, genannt. Das Fairtrade heute als das bekannteste Soziallabel mit dem höchsten Glaubwürdigkeitsgrad, Frau Wieczorek-Zeul hat darauf hingewiesen, im Handel und bei den Verbrauchern dasteht, ist auch der konsequenten und beharrlichen Arbeit des Geschäftsführers Dieter Overath zusammen mit dem engagierten und hochmotivierten Team der Transfer-Geschäftsstelle zu verdanken. Auch an dieser Stelle euch allen ein herzliches Dankeschön und weiter so. Es ist mir eine große Ehre für den Verein Transfair, diese Auszeichnung heute entgegennehmen zu dürfen. Wir verstehen sie als Anerkennung für Erreichtes und als Ermutigung, um auf dem Weg zu mehr Handelsgerechtigkeit, ganz im Sinne Nell Bräunings, nachdenklich und entschlossen weiterzugehen. Denn machen wir uns nichts vor, trotz aller Erfolge sind die Marktanteile der Fairtrade-Produkte insgesamt doch noch relativ gering und die Potenziale noch längst nicht ausgeschöpft. In Deutschland, ist es gesagt, liegt der Pro-Kopf-Verbrauch bei etwa 6 bis 7 Euro im Jahr. Und leider, auch das muss man bei der Bilanzierung sagen, können viele Produzenten von Fairtrade-Erzeugnissen bisher kaum mehr als 40% ihrer Fairtrade-produzierten Erzeugnisse, Kaffee, Blumen, Baumwolle und vieles andere auch unter Fairtrade-Bedingungen verkaufen. Der Markt gibt es bisher nicht her. Damit entgehen ihnen wichtige Vorteile wie die Bezahlung eben garantierter Mindestpreise und der Fairtrade-Prämie. Gerade für den problematischen Kakaosektor mit allen Verwerfungen, die in der Produktion von Kinderarbeit bis Ausbeutungsverhältnissen und sklavenähnlichen Bedingungen in Westafrika bestehen, müssen neue Lösungen gefunden werden, um zum Beispiel den Anteil von Fairtrade-zertifiziertem Kakao im Süßwarenbereich zu erhöhen. Daher arbeiten wir zusammen mit der internationalen Fairtrade-Gemeinschaft an neuen zusätzlichen Konzepten, die verbesserte Absatzchancen für Fairtrade-zertifizierte Rohstoffe ermöglichen sollen. Deutschland ist mittlerweile der weltweit zweitgrößte Absatzmarkt für Fairtrade-Produkte und deshalb kommt Transfair und dem deutschen Markt auch eine große Bedeutung in der Zukunft zu. Ein gutes Wachstum für Fairtrade ist weiterhin wichtig, gerade was die Wirkungen bei den Produzenten angeht.
Gleichzeitig ist es aber ebenso bedeutsam, die Rolle von Fairtrade qualitativ und partnerschaftlich weiterzuentwickeln und den Produzenten, die über ihre Netzwerke gleichberechtigte Partner und Gestaltende des Fairtrade-Systems sind, auch die entsprechenden Mitwirkungsmöglichkeiten zu eröffnen. Um es kurz zum Abschluss zu bringen: Vieles konnte über die letzten 25 Jahre und über Transfair erreicht werden, doch die Aufgabenstellung ist weder kleiner noch einfacher geworden und ein Selbstläufer ist fairer Handel noch lange nicht. Transfair ist mittlerweile hinsichtlich seiner Kernaufgaben über Lizenzeinnahmen wirtschaftlich tragfähig. Das ist ein wichtiges Element, denn wir wollen keine Almosen, sondern einen gemeinnützigen Verein, der sich aber in seinem Kernbereich auch selbst trägt. Er kann seinen Verpflichtungen, was die Finanzierung des internationalen Fairtrade-Systems, was die Standardsetzung, die Kontrollen und so weiter angeht, auch nachkommen. Für Sonderprojekte allerdings im Bereich der Bildungs- und Lobbyarbeit und insbesondere für die Produzentenförderung in Anpassungsmaßnahmen zum Klimaschutz, in der Qualitätsverbesserung der Produkte, wenn es darum geht, Marktzugänge in den fairen Handel zu schaffen, braucht es weiterhin Zuschüsse und Projektmittel. Gerade in diesem wichtigen Bereich der Produzentenförderung wünschen wir uns seitens Transfair viel mehr Aufgeschlossenheit seitens der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit. Wir erfahren viel Zuspruch, wenn es um das Bekanntmachen von Fairtrade in Deutschland geht, aber es als ein ernstzunehmendes Element der Förderung von Produktionsbedingungen und Marktzugängen auf der Produzentenseite ist auch in das Portfolio der Entwicklungszusammenarbeit aufzunehmen. Das ist zumindest in Deutschland noch nicht selbstverständlich. Die Preisverleihung, ich kann es sagen, hat uns überrascht. Nicht, weil wir nicht der Ansicht sind, dass der Preis passend ist. Wir fühlen uns als Gestalter, als sozialverantwortliche Mitgestalter für eine menschliche Globalisierung sehr wohl, ohne es reflektiert zu haben, das muss ich auch zugeben, in der Tradition von Nell Bräuning. Und wir wussten vor der Preisverleihung nicht alle sonderlich gut Bescheid über den großen katholischen Sozialethiker. Das hat sich verbessert und wird sich auch noch verbessern. Die Preisverleihung hat uns, wie gesagt, überrascht und wir hoffen, sie kann die Ziele und Anliegen, so war es auch Ihre Idee mit dem Preis, die Ziele und Anliegen von Transfair und Fairtrade positiv befördern. Ein herzliches Dankeschön für die ebenso anerkennende wie ermutigende Auszeichnung. Der Oswald von Nell Bräuning Preis der Stadt Trier bedeutet für Transfair und ich glaube für alle Akteure im fairen Handel, von den Laden hier in der Nachbarschaft bis zu den Fairhandelshäusern und den Geschäften und Unternehmen, die sich mit fairen Produkten engagieren, einen Ansporn, um auf Bewährtem aufzubauen und den Anforderungen und Herausforderungen der Zukunft mutig und mit Bedacht zu begegnen. Er wird dabei ein Plädoyer und ein Wegzeichen für den notwendigen langen Atem sein. Ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Auszeichnung. So, ich darf Sie jetzt noch bitten, sich in das Goldene Buch der Stadt einzutragen, Herr Overath, Herr Fuchs, Frau Wieczorek-Zeul und der Ältestenrat natürlich auch auf die Bühne bitten zur Eintragung in das Goldene Buch. Und danach hören wir noch mal die Jazz-Kombo des FEG.
So, herzlichen Dank für die Eintragung ins Goldene Buch. Ich kann bestätigen, dass nur Schönes darin steht. Ich möchte, bevor die Jazz-Combo uns jetzt nochmal erfreut mit ihrer tollen Musik, Sie alle ganz herzlich im Anschluss in das Foyer einladen zu einem Weinempfang und mich bedanken bei dem Weingut Fritz Georg von Nell. Dieses Weingut hat dem Großonkel ein Jesuitenwingert gewidmet und das gute Produkt aus diesem Jesuitenwingert dürfen Sie dann gleich genießen. Herzliches Dankeschön dafür. Nochmal herzlichen Glückwunsch an Transfer und an Sie alle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass Sie der Preisverleihung und dem Anliegen so große Anerkennung durch Ihre Anwesenheit mitgebracht haben. So, und jetzt nochmal unter Leitung von Bernhard Link, herzliches Dankeschön. Bitte. Gestatten Sie mir einen Satz zum letzten Titel. Der ist nicht ganz zufällig ausgewählt, wie die anderen Titel natürlich auch nicht. Der Komponist Gillespie, ein farbiger Trompeter, hat ihn geschrieben, Birks Werk, in Erinnerung an die Plantagenvergangenheit seiner Vorfahren, Birks Werk.
die Jazz-Kombo des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums noch mal ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und ich darf Sie jetzt herzlich einladen und wünsche uns gute Gespräche. Hallo.